Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. So, wir gucken mal wieder in die Kommentare rein. Da haben wir einen Kommentar von Tom der Fan. Könntest du mal längere Videos machen? Ja, sind nur so viele in der Pipeline, ganz ehrlich. Und wie gesagt, aber ganz wichtig, bevor ich die endlich mal live schalte, muss ich dieses eine Video noch schnell zusammenschneiden. Und irgendwie, der Alltag, dann Rumble, dann Siege. Und irgendwie kriege ich es im Moment nicht gebacken. Es wird mal an der Zeit, die dann endlich mal hochzuladen. So, und dann kommen wieder ganz lange Videos mit auch Gameplays und Pack-Openings und so weiter. Und Rumble und Sieges und Schieß mich tot und. So, dann der nächste Kommentar von Old Man Snyder. Was ist eigentlich die King of the Hill bei den täglichen Aufgaben? Kannst du das mal erklären? Das ist genau das hier oben. Ne? Da ist er zum Beispiel. Also hier der Dale. Bedeutet also, du gehst hier oben rein, dann klickst du da durch und dann schaust du mal. Also du müsstest irgendeinen King of the Hill Charakter haben. Jetzt hier zum Beispiel Bobby ist King of the Hill. Dale ist King of the Hill. Hank ist King of the Hill. Kill of the Hill. Mit Sicherheit auch John Redcorn. Also allein vom Comic-Style her. Ich weiß jetzt nicht John Redcorn. Aber der Comic-Style sagt mir, das müsste auch King of the Hill sein. Denke ich mal. Aber den wirst du bestimmt nicht haben. So, also entweder ein Dale als Charakter benutzen. Hank. Oder, wo ist er denn? Hat man da jemand gehabt? Bobby. Genau. Ich gehe jetzt wieder zurück auf den Dale als Verteidigung. So. Ja. Dann gehst du zum Beispiel Lone ins Abenteuer rein. Das mache ich jetzt mal schnell. Ich klicke da jetzt einfach mal drauf. Und dann kämpfst du hier. Also machst einfach mal einen Kampf. So, ich mache jetzt hier die Automatik rein. So, und dann sagt er mir jetzt hier 200 und das da. Und das war's dann. Und dann mache ich das nochmal. Und also ich meine, ich mache das nicht auf der Stufe. Ich zeige es dir nur. Und wenn er jetzt das mit einem dieser Charakter gemacht hättest, einen Kampf, dann hast du automatisch diese tägliche Aufgabe erfüllt. So, also. Dann schauen wir jetzt einfach mal hier rein. Hier haben wir jetzt einen Stewie in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Nach wie vor das Gleiche. So, und dann haben wir immer noch Mythic Farnsworth. Die Farnsworth Box mit Cats, Queen of Cats Terrors, Bandit und Dr. Amy Wong. Yep. Auf jeden Fall richtig nice. Muss das mal ein bisschen rüberziehen, sonst sehe ich ja überhaupt nicht, was der da unten macht hier. Der. So, da ist er. The Bandit. Geile Box. Auf jeden Fall interessant. Noch eine geile Box hier, die King Teagle Box mit Little King Trash Mouth, den ich heute das erste Mal im Rumble gesehen habe. Cuddle, Sacrificial, Robert Goat, Bandit, Philip J. Fry und Bill Daugherty. Mega geile Box. Definitiv Philip J. Fry und Bill Hammerkarten. Ja, dann wären wir hier auch schon soweit durch. Dann gehen wir mal in die Meisterschaft rein und dann schauen wir mal, was hier so aktuell heute am Start ist. Dann haben wir hier als allererstes den RC Helicopter. Und das ist das hier. Ein Bob mit, ja, hier zum Beispiel Purity Dads, die ist noch ganz neu. Finger Gun Gale. Fred Boy Terrorist, die kenne ich noch gar nicht, habe ich noch nicht gesehen. Mobile Oppression, Pal. Heatpacking Priest. Dann hier Katana Tresha Takana. Deers with Guns, Bazunga Bazooka, Cork Gun, Cat Launcher, Candy Gun, Cane Gun,
Oder Catguards, also mit speziellen Waffenkarten. Nicht mit jeder Waffenkarte möglich, aber mit speziellen Waffenkarten. Dann kommt da hinten ein RC-Helikopter raus, der relativ viel, ja, Bodyguard hat. Und eben dann das Schild da. Jo, ich spiele den Bob gerne, ich habe auch den Mystic Bob, aber in den seltensten Fällen, also wirklich ganz selten, also ich kann mich eigentlich kaum daran erinnern, dass ich den mal gespielt habe, den RC-Helikopter. Ich habe ihn vielleicht zwei, dreimal in der ganzen Zeit, in der ich spiele, gespielt. Ansonsten kamen immer andere Kombos dran. Das war wirklich dann nur aus der Not geboren. Also der RC-Helikopter ist relativ, sage ich mal, beim Bob uninteressant. Dann haben wir hier als nächstes den DJ Klaus. Der sieht folgendermaßen aus. Haben wir einen Klaus oder eben einen Klaus Heißler mit Musikkarten. Hier unten haben wir es mal mit Rubberneggers oder Red Shirt, Blue Shirt. Ja, ist halt wieder Defensive mit einem Mäuerchen. Ja. Besonders ist die Karte nicht, die Combo lohnt sich nicht, also auch dafür keine 500 Gems auszugeben. Dann den Ventriloquist Bobby. Ist das hier ein Bobby mit Spielzeugkarten? Und da haben wir mal den Wireless Audio Transmitter. Und was kommt da hinten raus? Und, ja, eine Karte, eine Combo mit einmal Cripple und eben Angriff, wenn eine Combo gespielt wird, mit hinzu. Ja, da finde ich den eigentlichen ursprünglichen Bobby ja noch fast besser. Also mit Revanche, Punch und Craze. Ja, also nichts Weltbewegendes. Also dafür braucht man keine Steinchen auszugeben. Und dann nochmal zu guter Letzt oder auch zu schlechter Letzt die Shots Francine auch. Total überflüssige Combo mit einer Francine. Ich hoffe nicht, dass die irgendwann, ja gut, die werden sie irgendwann auch nochmal legendär machen. Zu mehr taugt die auch eh nix. Eine der schlechtesten Karten im Spiel. Shots Francine hier, auch mega schlechte Combo. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.